Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelerde Schatten des Krieges. Wir haben zuletzt nochmal gegen Krim die Maschine gekämpft und wurden auch glücklicherweise noch gerettet, sonst hätte er uns echt fertig gemacht. Und heute soll es mal direkt weitergehen mit der nächsten Story-Mission. Und ne, ich laufe jetzt nicht bis dahin. Ich warte, bis hierhin konnte ich mich doch irgendwo porten, oder? Jawohl, schnell reisen. Das heißt, da geht's jetzt hin und dann mal gucken. Idril wird nicht zulassen, dass die Uruks ihren Pfad. Keine Schleichwerbung, aber ich musste was trinken. Sie ist eine Kriegerin und wird tun, was nötig ist. Ah, okay. Irgendwie habe ich heute das Gefühl, dass heute ist ein bisschen. Heute ist das Spiel ein bisschen verbuggt. Weil jetzt gerade schon wieder, dass ich einfach gar nichts mehr gesehen habe. Kann ich hier eigentlich schon hoch? Oh, nice. Das finde ich gut. Like. Lass mich durch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und weiter. Es war absolut nicht nötig, dass ich hier hochkletter, aber sieht geil aus. Oh. Sternschnuppen. Wenn die Orks die Stadt so sehr wollen, warum überlassen wir sie ihnen nicht im Tausch für unsere Sicherheit? Würdest du ihnen wirklich die Stadt überlassen? Auf geht's. Leute, Idril, um ihren Vater zu retten. Machen wir doch glatt. Auf geht's. Mein Vater wird im Lager des Häuptlings gefangen gehalten, doch wir wurden entdeckt, bevor wir ihn retten konnten. Baranor will im Morgengrauen zuschlagen. Mit einem kleinen Trupp. Doch du willst jetzt gleich zurück. Allein. Das ist blanker Selbstmord. Wenn wir bis morgen warten, ist mein Vater längst tot. Ich sage nicht, du sollst nicht gehen. Du sollst bloß nicht allein gehen. Die Uruks, die wir letzten Winter fasten, erzählten von einem Grabwandler. Halb Mann, halb Geist. Ein Dämon. Und was glaubst du? Ich glaube, so einer könnte uns helfen. Baranor und ich haben die Uruks belauscht. Sie haben meinen Vater in ein nahegelegenes Lager gebracht. Gut. Wir wollen schlagen, das gebe ich zu. Aber es wird dennoch nicht halten. Ein letzter Vorstoß und es ist geschafft. Unsere Brüder, wir müssen sie befreien. Idril, wir müssen vorsichtig vorgehen. Wir müssen auf alles gefasst sein. Ich verstehe, Talion. Warum können wir sie nicht gleich töten? Wo wäre denn da der Spaß? Warum können wir sie nicht gleich töten? Wo wäre denn da der Spaß?
Was war das denn jetzt? Ist sie echt ins Feuer gelaufen? Nicht, ob ich jetzt dahin muss oder dahin. Kommt, wir müssen hier weg. Vielen Dank. Eine gute Klinge und Willenskraft. Das ist alles, was man braucht. Mal sehen, wer da noch lacht. Na los, komm. Wir sind fast da. Ich weiß es. Vorsicht, Idril. Da drüben hat sich was bewegt. Wir sollten diesen Ort verlassen. Ja, solltet ihr mal lieber tun. Sehr gut. Und die letzten beiden. Danke. Eins tot. Idril, Sie haben den General zum Zelt. Danke, Waldläufer. Siege die restlichen Lagerwachen, okay. Ja, kommt. Idril, wir müssen die Orks beseitigen, bevor wir Castamir befreien. Dann aber schnell. Ja, du nimmst mal den. Er hat an euch die Nacht. Nichts hält uns stand. Schrecken entfahren. Wir marschieren, bis wir den Sieg erringen. Ich glaube nicht. Wir wissen nicht, was uns erwartet, Idril. Mach dich bereit. Hallo? Hast du? Nein, es war Kaku. Schleicht hier. Oh fuck, falsche Taste. Die wollte ich eigentlich haben. Hätte hier beinahe was ganz Dummes gemacht. Nirgendwo hin, General. Vater? Hm?
Idril. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich kam deinetwegen. Ich habe das alles nicht gewollt. Weder für dich, noch für unser Volk. Wir haben nicht immer die Wahl, Vater. Aber noch können wir kämpfen. Du bist genau wie deine Mutter. Komm, die Verstärkung wird bald hier sein. Das war jetzt schon ein bisschen komisch. Schnell, bevor noch mehr. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn er unser Verräter ist. Das war jetzt, das sah, irgendwie kam mir das sehr komisch vor. Sie bereiten sich auf den letzten Vorstoß vor. Es werden mehr kommen. Niemand fasst mir einen Karagor an. Oh, außer das Feuer. Na, ist sich erstmal satt. Geht's. Der General ist zurück. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! General, der sehende Stein. Ich kann ihn verwenden. Der Palantir bleibt dort, wo er ist. Die Armeen von Gondor werden bald hier sein. Du bist sicher. Gut. Kommt. Wir warten schon seit Wochen auf Gondor. Niemand ist gekommen. Kannst du sie mit dem Stein wirklich bezwingen? Ja. Dann werde ich ihn finden. Jawohl, Fähigkeitspunkt. Wir müssen zurück zu Kankra. Sie kann uns zeigen, wo sich der Palantir befindet. Der Palantir ist hier. Tja, bleibt immer noch nicht viel Auswahl. Macht kann doppelt aufgeladen werden, was brutale Hinrichtungen freischaltet. Die umstehenden Feinde panisch. Achso, die umstehende Feinde panisch in die Flucht treibt. Nice. Jetzt mit YB, okay. Merken. Der Krieg ist hier. Wir müssen Saurons Macht über Minas Ithil schwächen. Tja, wer von uns möchte nicht mal mit seinem Karagor in den Mondschein reiten? Auf einer Burgmauer. Aber, wenn ich mich nicht täusche, gibt's hier gerade nichts zu tun. Sondern wir müssen eigentlich hier in die andere Stadt wieder, oder? Oder täusche ich mich da? Nein. Auswählen. Ah, ich muss tatsächlich da unten hin. Holy shit. Da
Das war sehr komisch. Das machen wir bitte nicht nochmal. Njam, 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 njam. Lecker, lecker, lecker. Gerade blinkt. Ich gehe mal gerade gucken, was hier so blinkt. Ach so, einer mit so einer Fahne. Jetzt nicht mehr. Es gibt nichts zu sehen, hier ist nichts passiert. Episch, okay. Ich reite diesen Karagor und stopf dir sein Fell in den Rachen! Nein, das wirst du nicht tun. Anfällig gegenüber berittenen Bestien, ja wunderbar. So, mein lieber Karagor, jetzt lebe wohl. Denn wenn ich so auf die Uhr gucke, müsste ich mich eventuell ein bisschen beeilen, wenn ich das diese Folge noch schaffen möchte. Achso, nichtsdestotrotz, einmal gucke ich kurz nach. Ne, was haben wir gerade? Na! Hier möchte ich hin. Was? Es hat sich sogar gelohnt. Jawohl. Ein Gondoraner durch. Ja, ich drück doch auf YB. Dann halt nicht. Ich hab's halt gerade ein bisschen eilig. Wie, ich hätte jetzt gar nicht hier hinlaufen müssen, sondern das war irgendein Anzeigefehler oder sowas. Das wäre richtig fies. Aber ich glaube, ich musste. Sieht danach aus, als hätte ich. Ja, ich muss hier hin. Kanka wartet mit ihrer letzten Vision. Und jetzt mache ich die Kamera aus. Talion. Der Ring ist verloren. Aber ich werde meine Antworten bekommen. Kankra! Minas Ithil steht vor dem Untergang. Wir brauchen den Palantir. Den Palantir?
Gab ich dir nicht die Sicht über deine Feinde? Das ist es doch, was du willst. Nicht wahr? Oh, ich gewähre dir deine Vision. Doch wie viel bist du bereit dafür zu bezahlen? Oh, deine Seele? Davon ist fast nichts übrig. Ich brauche Antworten. Ich wusste es. Ich hab's gesagt, ich wusste es. Castamir. Der finale Angriff steht bevor. Der Palantir darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Wir müssen zurück nach Minas Ithil. Sie kommen von der Unterstadt. Wo sind die Schützen? Ich will jeden Mann mit einem Bogen auf dem Wall sehen. General Castamir zog uns ab. Wir bilden hier die Reserve. Wieso tut er das? Wir brauchen jeden Mann. Wo ist Castamir? Ich muss mit ihm sprechen. Ich auch. Er ist seit Stunden fort. Dieses Geräusch. Das Tor. Entdeckung! Sie brennen! Holt Wasser! Los! Schilde hoch! Jetzt! Angriff! Aref, rechne der Treffserie von 20. Easy, würde ich mal sagen, ne? Let's go.
What the fuck? Jawohl. Den Drachen hätte ich jetzt gerne. Wieder weiter geht's. Nehme diese Stadt für den Hexenkönig ein. Aber du gehörst mir allein. Wrong. Unbeholfen, anfällig für Schleichen, Furcht vor den Fliegen. Naja, die Fliegen habe ich jetzt natürlich nicht hier, oder? Nee. Die Stadt ist verloren! Rette deine Leute! Zieht euch zurück! Die Stadt ist verloren! Du hast uns verraten! Ich tat es für dich, Idri, um dein Leben zu retten. Der Palantir ist bedeutungslos. Ich würde ganz Gondor opfern, um dich zu retten! Was ist mit unserem Volk? Unserer Ehre? Am Tod ist nichts ehrenhaft. Castamir! Du wirst mir geben, was du versprochen hast. Ich verlange nur eins. Die Freiheit meiner Tochter. Castamir, nein! Es steht dir frei, mit ihrem Volk zu sterben. Thank you.
Idril! Nicht! Geh! Geht's. Erstmal einen Bogen ausrüsten. Ausrüsten. Der ist nämlich stärker. Hallo? Hallo? Wer will was? Wer will nicht? Holy shit. Du kannst den Hexenkönig nicht bezwingen. Du musst dich ihm beugen. Okay, das juckt ihn nicht. Fuck. Gondor kann nicht bestehen. Keine Idee, wie ich die besiegen soll. Ah, interessant. Zurück in die Dunkelheit. Der Hexenkönig ruft nach dir und du wirst gehorchen. Nein! Komm, verschwinde. Beuge dich! Wir bangen. Und tschüss. So, and the last one. Oh.
Beuge dich deinem Schicksal. Waldläufer! Ihr werdet ihn nicht bekommen. Ich habe den Palantir und wir haben den neuen Ring gefunden. Er ist meine Spinne. Du hast mir gut gedient, Minas Morgul ist dein. Nun bring mir Celebrimbors Ring. Und was soll mit Kankra geschehen? Entsende die Nazgul. Sie alle. Dann wissen wir jetzt also auch, wie der Hexenkönig zu seinem, ja nicht Schloss, sondern sogar zu seiner Festung gekommen ist. Festung, genau. Das war jetzt schon geil. Also, das Problem ist, ich wollte jetzt nach dieser Folge heute die Aufnahmesession beenden. Aber ich würde gerne jetzt weiterspielen. Wenn ich so auf die Uhr gucke, wir sind schon wieder viel zu lange dran. Ich glaube, es geht weiter. Noch nicht. Jetzt aber. Es ist also wahr. Du hast mich getötet. Und dennoch lebst du. Wie fühlt sich das an, den Tod zu überlisten? Spürst du den Schmerz? Leidest du? Was ist mit der Stadt? Mit dem Palantir? Die Nazgul haben sich beides genommen. Sie gehören jetzt dem dunklen Herrscher. Ich habe versagt. Du musst weiterkämpfen. Sie trägt das Licht Galadriels. Wir können den Ring zurückholen. Euren Ringen haben wir all das zu verdanken, Elbenherr. Ihr könnt ihn sehen. Ich sehe ihn. Wer seid ihr? Ich bin die Klinge Galadriels. Seit wann lässt sich Galadriel mit Assassinen ein? Manchmal heiligt der Zweck die Mittel, das solltet ihr doch am besten wissen. Erzähl mir mehr von diesem Ring.
Mit ihm wollten wir Sauron bezwingen. Aber wir verloren ihn an Kankra. Die Nazgul werden die Macht des Rings spüren. Er darf Sauron nicht in die Hände fallen. Das Licht Galadriels gibt es uns. Schweigt still! Mein Licht wird uns beschützen, doch ich gebe es niemals her. Wir müssen uns beeilen. Versuch, Schritt zu halten. Komm, Waldläufer! Und an dieser Stelle ist es entschieden, denn noch länger will ich jetzt die Folge nicht laufen lassen. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, liked das Video, kommentiert das Video. Falls es euch nicht gefallen ist, sagt mir vielleicht warum, was kann ich besser machen, was soll ich ändern. Und ansonsten schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, ciao!